Außerordentlich vielversprechend. Alle beisammen. Wer bist du? Allein die Küstenstraße entlang gehen. Hallo, ihr Reisenden. Ihr seht mir wie Wandersleute der abenteuerlustigen Art aus. Sagt mir, wohin zieht ihr? Wir wollen eigentlich in Baldur's Tor bleiben. Sagen wir mal Richtung Westen bis zum Morgengrauen, wenn sich die Pläne nicht ändern. Dorthin will ich auch. Mir scheint, wir haben einiges gemein. Da liegt es wohl nahe, zusammenzureisen, gerade wenn man bedenkt, wie viele Räuber es in dieser Gegend gibt. Eigentlich nicht mehr viele, wir haben schon ziemlich viel umgebracht. In mir findet ihr das, woran euch selber am meisten gebricht, nämlich Klugheit. Danke, Gnome. Wir sind aber eh voll. Nein, und erzählt mir doch nicht so etwas. Ich hätte es sogleich an eurem schleppenden Gang und euren winziger Nase erkennen müssen. Ihr seid ein absoluter Volltrottel, stimmt's? Oder habe ich recht? Nee, ja. Wir wollen da rein. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. So, und wir können in den ersten Bereich. Ja, die Stadt ist in extra Bereiche erteilt, die man erst freischalten muss, nach und nach. So groß ist das Ding. Also, schauen wir mal hier rein. Hey da, Wanderer. Und wir werden gleich von E angesprochen. Der ist auch überall, hm? Elminster, einen guten Tag wünsche ich euch, junges Leben. Welch wunderbarer Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Genau, das ist garantiert kein Zufall. Noch dazu in einer solch grandiosen Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es an euren Augen, dass ihr keine Zeit für mein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall. Aber es freut mich wirklich, euch wiederzusehen. Es tut gut, euch wiederzusehen. Was bringt euch her? Oh, alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann durch Baldur's Tor. Und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme wärt. Vergebt mir, dass ich mich weiter einmische, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt. Vor allem im Anbetracht des Druckes, unter dem ihr euch zweifellos befindet. Meine Belästigung verblasst jedoch bestimmt im Vergleich mit dem Einfluss, den andere auf euch auszuüben versuchen. Auch euer eigenes Ich. Damit meint er wahrscheinlich die Träume, die uns heimsuchen. Oder besser gesagt Albträume. Und die Stimmen, die da mit uns reden. Was nicht sehr beruhigend ist, dass unser Hauptcharakter Stimmen hört, aber gut. Grine hat euch so gut er konnte aufgezogen, aber es ist in der Tat schwierig, Angeborenes zu überwinden. Und in eurem Fall noch viel schwieriger, fürchte ich. Wollen wir mehr über uns erfahren oder über Grine? Grine ist unser Ziehvater. Fragen wir über ihn nach. Was wisst ihr über Grine? Er war sehr lange Zeit mein Freund und wir sprachen viel miteinander, jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher ziemlich fett herumgekommen, aber seine neue Rolle als Ziehvater hat er nie bereut. Er meinte, eine stabile Kindheit würde euch besser auf, naja, die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsstet. Er hat sich viel Mühe mit euch gegeben. Ich hoffe, das war nicht alles umsonst. Wir würden jetzt aber wirklich gerne wissen, warum alle Leute davon ausgehen, dass in unserem Leben irgendwas Schlimmes passiert. Er war ein guter Mann, doch ich würde lieber meinen eigenen Weg gehen. Ich wollte euch nicht das Gegenteil vorschlagen, welche Motive ihr auch habt. Es ist stets klug, unabhängig zu sein. Meine Bedenken sind nur, dass es euch schwerer fällt, eure Abstammung zu trotzen als den meisten anderen. In euren Adern fließt böses Blut. Okay, auch wenn Grine tat, was er konnte, euch rechtschaffen zu erziehen. Ihr habt zudem hungriges Blut und das wird euch nicht loslassen ohne Kampf. Was auch immer geschieht mit dem, was einem in die Wiege gelegt wurde, muss man zu gegebener Zeit fertig werden. Ich hoffe, ihr habt den Willen, euer Innerstes gegenüberzutreten. Wovon redet der alte Mann? Das haben wir zum ersten Mal jetzt gehört mit bösem Blut und unsere Herkunft, die war immer nur ein Geheimnis gewesen. Ich weiß wenig davon, was kommen wird, doch ich tue, was am besten ist. Ich bin sicher, dass die Zukunft Gutes für euch bereithält. Fürs Erste begleiten euch meine guten Wünsche. Und ich werde euch einige Namen nennen. Scar von der flammenden Faust ist ein guter Mann und vertrauenswürdig.
Sein Vorgesetzter, Herzog Eltern, ist ebenfalls rechtschaffend. Beiden solltet ihr glauben, was sie euch sagen. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Wir haben eigentlich noch ziemlich viele Fragen, so über das böse Blut und hungriges Blut und unsere ganze Herkunft. Aber das wirst du uns nicht sagen, hm, alter Mann? Na. Also wenn ich ein böser Charakter wäre, was ich im nächsten Playthrough auf jeden Fall bin, dann wäre ich ziemlich stinkig auf den. Aber gut, schauen wir uns mal in der Stadt um. Hier war ein Eingang. Der ist doch gerade hier verschwunden, oder? Ist das eine Taverne? Da. Ja, scheint eine Taverne zu sein. Dann ruhen wir uns doch erstmal aus. Welches Gift ihr auch wollt, irgendwo in Baldur's Tor werdet ihr es sicherlich finden. Also, was würdet ihr gerne trinken? Ja oder nein? Wir würden gerne ein Ja trinken. Und königlich schlafen. Danke. Okay. Die Übersetzungsfehler manchmal nur. Ich meine, ich verhaspel mich ja auch andauernd, aber ich werde dafür nicht bezahlt, das hier zu machen. Die Programmierer hiervon schon. Na gut. Sprechen wir mit ihm hier. Den Schmieden hier in der Stadt geht's nicht so sonderlich gut. Kein Wunder bei dieser Eisenknappheit. Jetzt ist es aber schon wieder ein bisschen besser. Wird wohl noch eine Weile dauern, bis wieder alles seinen normalen Gang geht. Ich denke immer noch, dass Amt hinter dem Ganzen steckt. Was? Okay. Na gut. Speichern wir nochmal ab. LP53. Und schicken mal Imoen nach oben, sich ein bisschen umgucken. Was? Auch wenn wir das Gold nicht mehr so wirklich brauchen. Aber wer weiß, was für tolle Sachen man hier oben, also in Baldur's Gate, noch kaufen kann. Hier ist wohl eine kleine Art Spielhölle. Ne, Glücksspiel ist nicht gut. Gar nicht gut. Raus hier. Das haben wir schon auf dem Jahrmarkt ausprobiert. Haben da 10-mal was reingeworfen und nicht gewonnen. Ne. Raus hier. So, dann gehen wir mal weiter. Ein paar Händler wären nicht schlecht. Damit wir gucken können, wofür wir jetzt unser Gold aufbewahren. Oder auch nicht. Was haben wir hier? F-Gesang. F-Gesang? Die meinten wohl Elf-Gesang. Das scheint alles ganz normale Wohnhäuser zu sein. Hier ist noch ein großes Haus, aber das ist das F-Gesang. Ja. Hallo. Welchen Teil sind wir überhaupt? Wir sind im östlichen Teil. Hier im südwestlichen Teil sollen die sieben Sonnen sein, das Eisenthronanwesen und die flammende Faust. Also ist das unser nächstes Hauptziel. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Und da das F-Gesang so riesig ist, könnte da auch was Interessantes drin sein. Also schauen wir mal kurz. Was willst du? Und wir werden gleich angesprochen. Ja, ihr seid also alle Kämpfer und Magier und Monstertöter, wie? Wir mögen nicht alle Kämpfer und nicht alle Magier sein, aber jeder von uns hat schon ein Monster in seinem Todeskampf geschickt. Warum fragt ihr? Entlang der Straßen sieht man Räuber aller Arten, doch am furchterregendsten sind die Hobgoblins. Tut uns doch einen Gefallen und durchbohrt sie mit dem Schwert. Ja, haben wir schon ein paar Mal getan. Komischer Kerl. Na gut, Beregon flitzt einmal hier durch die Gegend. Schaut, ob ihr jemand Interessanten zum Sprechen findet. Und sonst schicken wir Imoen los, ein bisschen plündern. So, Tavernenbesitzer, hast du was? Okay, nicht wirklich. Was ist mit dir? Hallo. Psst. Räusper. Guten Tag. Dürfte ich vielleicht ganz kurz um eure geneigte Aufmerksamkeit bitten? Oh, das ist ganz schön interessant, wie? Oh, Moment. Ihr findet das wahrscheinlich nicht. Ihr kennt wohl sowas schon. Wie soll ich mich ausdrücken? Ihr sucht doch bestimmt Arbeit.
Will sagen, ich hätte da was für euch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hätte da einen kleinen Auftrag für euch sozusagen. Ein Auftrag. Aber oberste Geheimhaltungsstufe, wie man wohl in euren Kreisen zu sagen pflegt. Das klingt ein wenig suspekt. Ein ganz wenig. Verstehe ich euch richtig? Ihr wollt, dass ich etwas tue, worüber ich nicht mit Stolz berichten kann? Ich verlange nichts weiter von euch, als dass ihr mir einen Gegenstand beschafft, der sich derzeit im Besitz von jemand anderem befindet. Das soll nicht heißen, dass ihr etwas stehlen sollt. Man könnte es vielleicht eher... Naja, also eigentlich kann man es nur stehlen nennen. Aber es ist ja nur dieser eine Gegenstand und es soll auch niemand dabei zu Schaden kommen. Nichts da, mein Herr. Seid dankbar, dass ich euch nicht der Wache ausliefere. Wie ihr meint, solltet ihr euch noch mal anders überlegen, ich bin noch eine Weile hier. Ach, wie ist das wieder frech von mir. Ha. Ja. Na gut, immerhin schau dich mal um. Wer bist denn du? Hey, Kollege. Kann ich euch helfen, Freund? Wenn nicht, verschwindet schnellstmöglich. Ich habe gerade meinen Spaß. Und da lasse ich mich nur ungern stören. Es tut mir leid, euch zu stören, Freund. Ich ziehe gleich weiter. Komischer Geselle. So, hier ist nichts, da ist nichts. Da ist eine Truhe, aber da steht er vor. Ganz schön großes Zimmer hier. Guten Abend allerseits. Ich bin Alice, Eigentümerin und Besitzerin des Elfgesangs. Ah, hier ist das L auch wieder. Ich hoffe, das Elfgesang bietet, was ihr sucht, was auch immer das sein mag. Ich würde mich an eurer Stelle von der Kundschaft in Acht nehmen. In letzter Zeit sind alle etwas gereizt. Warum sollte hier das Gefühl von Melancholie so besonders stark sein? Herrscht nicht entlang der ganzen Küste getrübte Stimmung? Es ist kein normaler Bürger, den wir verloren haben, sondern unsere Dame. Häufig werden wir von einer seltsamen Geisterstimme beehrt, die Stimme einer Elfe, die ihre mehr ertrunkene Liebe betrauert. Ihre Stimme ist recht hübsch und sie war auch der Hauptgrund dafür, dass ich dieses Establishment hier gekauft habe. Sie hat aber nun schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Das ist sicherlich ein Omen, aber ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Ich hätte gedacht, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes zu belanglos wären, als dass es die Toten scheren würde. Aber die Dinge sind oft komplizierter, als sie aussehen. Ich schätze, sie sind auch oft einfacher, wenngleich die Realität mein Argument nicht so richtig zu unterstützen vermag. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Okay. Also hier spukte normalerweise ein Geist, daher der Name, aber der ist jetzt nicht mehr da. Darüber ärgern sich die Leute. Ich habe die besten Preise dieser Zeit. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Habt ihr Interesse an etwas aus meinem Sortiment? Ich habe mich bemüht, die Preise trotz der Knappheit niedrig zu halten. Ein Händler. Ja, zeigt mal her. Oh, magische Sache. Schön, schön. Ah, oder auch nicht. Schutzamulett plus 1 brauchen wir nicht, weil wir haben alle Ringe plus 1. Ein Schildamulett. Gegen Geschosswaffen. Was ist das? Schaden 6v6. Ha. Also damit kann man wohl einmal was schießen. Was auch immer das ist. Aber nö, dafür geben wir keine 2000 Goldmünzen aus. Naja, aber gut zu wissen, dass hier schon mal ein kleiner Händler ist, wo man Sachen verkaufen kann. Ist das Zimmer hier auch bewohnt? Nee. Schön, dann können wir uns nochmal umgucken. Und auch verschlossen. Ein paar Münzen wenigstens. So, dann ist da noch ein Zimmer. Eine nächste Etage scheint es nicht zu geben. Wer seid denn ihr? Ein Raufbold. Nö, hier ist nichts mehr. Okay, raus. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Raufbolle nämlich gleich anpöbeln.